Hi, mein Name ist Timo Ickenroth von www.deinstaatslehrer.de und ich begrüße dich zur heutigen Lesson Afrobeat bei Tony Allen. Die zwei wichtigsten Drum-Patterns des Afrobeats, wie sie selbst von Tony Allen, dem großen Schlagzeuger und Innovator des Afrobeat, vermittelt wurden. Lass uns loslegen. In kurzen Song habe ich die zwei wichtigsten Patterns mal untergebracht. Das erste Pattern beginnt mit der Bass auf der Zählzeit 1 und das zweite Pattern beginnt mit der Snare Drum auf der Zählzeit 1. Also völlig unterschiedliche Patterns. Wir gehen gleich im Detail natürlich drauf ein. Aber erstmal ganz kurz zum Afrobeat. Wo kommt der her? Der Afrobeat ist Mitte der 60er Jahre entstanden und aus der Zusammenarbeit hauptsächlich von Fela Kuti und dem Schlagzeuger Tony Allen. Die haben dann Africa 70 gegründet und hat ein paar sehr, sehr stilgebende Alben rausgebracht, zum Beispiel Zombie, Yellow Fever oder No Agreement. Da kommt dieser Afrobeat also vor. Und Tony Allen war dann noch weiterhin in seiner Karriere immer wieder im Afrobeat unterwegs und hat auch DJs geprägt, ganz neue Musikkulturen, Hip-Hop, Dub und so weiter. Die alle finden ihre Inspiration im Afrobeat der 60er, 70er Jahre, kann man sagen. Und das ist im Prinzip eine Mischung aus Funk, Jazz, Highlife, das war eine sehr populäre Musik Anfang des 20. Jahrhunderts in Westafrika, und der Yoruba-Kultur, eben ein Stamm, der in Westafrika beheimatet ist. All das zusammen ergibt eben diesen Afrobeat. Und die zwei wichtigsten Patterns des Afrobeats hat Tony Allen selbst in einer Masterclass in England mal präsentiert und darauf beziehe ich mich. Der Link zu dieser Masterclass ist natürlich in der Videobeschreibung zu finden. Und ja, wer noch ein bisschen mehr darüber erfahren möchte, mein lieber Kollege, der Tom Schäfer von der ehemals Sticks, jetzt Drums and Percussion, hat in einer Ausgabe der Drums and Percussion über den Afrobeat geschrieben. Das ist super, super spannend und interessant. Und auch da habe ich so ein paar Informationen her, die ich euch gerade genannt habe. Wenn es mehr in die Tiefe gehen soll, kann ich euch diesen Artikel ans Herz legen. Der ist erschienen in der Ausgabe 06/2021 des Drums and Percussion Magazins. Und jetzt gehen wir mal weiter. Der erste Afrobeat Groove, den ich euch heute zeigen möchte. Ich spiele jetzt nochmal einige Takte den Afrobeat Groove 1 vor und dann schauen wir uns mit dem Timer an, was da so passiert. Das war jetzt das erste Grundpattern des Afrobeats und schaut euch bitte unbedingt auch das Video an, das ich in der Beschreibung drin habe von Tony Allen, denn dann seht ihr auch, wie fein und mit welchem leichten Touch Tony Allen das Schlagzeug spielt. Und das versuche ich hier wirklich zu kopieren. Also ich versuche ganz, ganz leicht zu spielen. Ich habe bewusst auch wie Tony Allen den Stick umgedreht für meine Snare Drum. Das gibt einen leicht anderen Sound und ich spiele auch bewusst die Snare Drum nicht in der Mitte, sondern am Rand, damit ich ein paar mehr Obertöne da herauskitzeln kann. Aber schauen wir uns jetzt mal das Pattern genauer an, weil es passiert schon ziemlich viel. Fangen wir mit den Füßen an. Die Hi-Hat tritt immer auf die Unz. Das heißt, wenn wir jetzt mal mitziehen, es ist also ein Viervierteltakt, der dem Ganzen zugrunde liegt, haben wir also, wenn ich Achtelnoten zähle, 1 und 2 und 3 und 4 und immer auf der Unz tritt die Hi-Hat mit. Also 1 und 2 und
3 und 4 und. Das ist erstmal alles. Und die Bassdrum ist auf der 1. Und wenn wir 16. Noten zählen, 1E und D, 2E und D, 3E und D, 4E und D, ist die Bassdrum auf 1E und auf 3E. Das heißt, beides zusammen, also rechter Fuß und linker Fuß, ergibt dann zusammen folgendes Pattern. Ich zähle mal 16. vorweg. 3E und D, 4E und D, 1E und D, 2E und D, 3E und D, 4E und D. Das ist das Pattern. Und das machen wir jetzt mal gemeinsam in Tempo 60. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das war jetzt das Fußpattern. Und jetzt machen wir direkt mal das Snare Drum Pattern dazu. Das Ganze habe ich ja notiert. Wer möchte, kann sich natürlich auch das ganze Sheet auf www.deinschlagzeuglehrer.de herunterladen. Es macht jetzt eigentlich wenig Sinn, wie gesagt, die Snare Drum zu isolieren, weil das mit dem Fußpattern irgendwie so ein schönes Geflecht ergibt. Deswegen machen wir jetzt das Fußpattern zusammen direkt mit der Snare Drum und wir bleiben natürlich in Tempo 60. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das war jetzt das Fußpattern plus die Snare Drum. Kümmern wir uns jetzt um die Hi-Hat. So, bei der Hi-Hat ist es so, das ist kein richtiges durchgehendes Pattern. Es wiederholt sich zwar von Takt zu Takt, aber es ist so ein bisschen aufgebrochen. Und ganz wichtig, Tony Allen betont auch hier immer die Offbeats ein bisschen. Das heißt, wir haben so einen leichten Akzent immer auf die Uns. Das habe ich auch im Notenbild dann dargestellt. Und das Ganze sieht dann folgendermaßen aus, nur für die Hi-Hat. Den Akzent mache ich übrigens leicht am Rand mit der Schulter und die leisen Noten so ein bisschen mehr obendrauf angetippt. Aber Tony Allen variiert es natürlich auch dann in seinen Grooves. Wie gesagt, das ist alles nur ein Grundpattern, aber es klingt schon ziemlich cool. Achtung, jetzt nur das Hi-Hat-Pattern. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das war nur die Hi-Hat-Figur und dazu machen wir jetzt erstmal nur den linken Fuß. Und zwar wird er ja parallel teilweise mit der Hi-Hat mitgetreten, nämlich immer auf die Uns, also da, wo in meiner rechten Hand jetzt in dem Falle auch mein Akzent liegt. Und es darf keine Öffnung dabei passieren. Erstmal, später kommen Öffnungen auch vor. Tony Allen macht das ganz, ganz großartig. Aber nun erstmal ohne Öffnung. Das heißt, ich trete zwar die Hi-Hat, aber es darf kein geöffneter Hi-Hat-Sound zu hören sein. Wir versuchen unser Glück. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1,
2, 3, 4. Das ist schon gar nicht so einfach mit der Hi-Hat jetzt und dem Hi-Hat-Pattern für die rechte Hand. Kommt jetzt noch der rechte Fuß dazu und dann haben wir schon mal so das Grundgerüst, wo wir dann am Schluss die Snare noch oben drauf setzen können. Unser Fußpattern ist ja klar. 1 und 2 und 3 und 4 und dazu jetzt eben das Hi-Hat-Pattern mit den leichten Akzentuierungen auf den Uns. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und nun setze ich mal im gleichen Tempo noch die Snare Drum dazu. Das heißt, es ist jetzt das Pattern in Tempo 60. Normalerweise wird das irgendwie so um die 85 an aufwärts gespielt. Also nicht ultra schnell auch, aber so um die 100 bis 105 kann es schon mal passieren. Aber jetzt erstmal das komplette Afrobeat Pattern Nummer 1 von Tony Allen in Tempo 60. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das war also das erste Afrobeat Drum Pattern von Tony Allen. Jetzt folgt das zweite. Bevor wir jetzt das Pattern 2 des Afrobeats analysieren, spiele ich das einmal komplett für euch vor. 1, 2, 3, 4. Das zweite Pattern des Afrobeats beginnt mit der Snare Drum auf der Zählzeit 1. Das wird für viele erstmal ungewohnt sein. Wir sind ja alle gewohnt, die Bass Drum auf 1 zu setzen durch die ganze Rock- und Popmusik. Aber hier ist es mal die Snare Drum. Also mal was ganz anderes. Afrobeat Pattern 2 ist auch im Gegensatz zum ersten Pattern ein zweitaktiges Pattern. Aber keine Angst, es ändert sich im zweiten Takt nicht viel. Nur die Bass Drum Figur ändert sich ganz leicht. Prinzipiell ist es so, wie im Afrobeat Pattern 1, die Hi-Hat bleibt genauso wie im ersten Pattern und auch der linke getretene Fuß bleibt genauso wie beim ersten Pattern. Das ist schon mal gut. Es ändert sich also im Prinzip nur die Snare Drum und die Bass Drum. Und lass uns mal mit den Füßen anfangen. Wie gesagt, es ist ein zweitaktiges Pattern. Der erste Takt erinnert so ein bisschen an afrokubanischen Tumbao von der Bass Drum her, aber es gibt zwar auch karibische Einflüsse im Afrobeat, aber hauptsächlich eher durch den Calypso, also nur Mutmaßung von mir, ob das daher angelehnt ist, ich kann es nicht beweisen. Also, hier nun das Fußpattern, wie eben auch schon, alles in Tempo 60. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wie auch schon im ersten Afrobeat, Snare Drum und Bass Drum bilden so ein Rhythmusgeflecht, weshalb wir die Snare auch jetzt nicht isoliert machen, sondern direkt in Kombination mit dem Fußpattern. Wir legen los.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Am besten ist es wirklich, dass man sich versucht, diese Melodie einzuprägen zwischen Snare und Bass. Und da, da, du, da, du, da, 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 du, da, 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 du, da, da, dum, dum, da, 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 dum, da, 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 dum, da, 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 dum, da, da, dum, dum. Dann fällt es natürlich einem viel leichter, dieses Pattern zu spielen. Denk doch immer an diesen leichten Touch von Tony Allen. Was wir jetzt überspringen, ist, dass wir jetzt nur Halt und Getretenheit kombinieren, weil es, wie gesagt, ist es gleich wie in Pattern 1. Das heißt, wir gehen direkt zum nächsten Schritt. Wir kombinieren jetzt unsere Hi-Hat, also meine geschlagene Hi-Hat mit der rechten Hand, die Getretenheit auf den Uns, plus das Snare-Drum-Pattern. Das heißt, wir lassen die Bass-Drum außen vor. Wir machen also jetzt ein sogenanntes 3-Wege-Koordinations-Pattern. Wir bleiben natürlich in Tempo 60. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und bevor wir jetzt das komplette Pattern spielen, nur nochmal geschlagene Halt, getreten Halt plus die Bassdrum-Figur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und nun nochmal das zweite Pattern, komplett gespielt in Tempo 60. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das waren sie, die zwei wichtigsten Drum-Patterns des Afrobeat von Tony Allen. Und wie gesagt, guckt euch unbedingt diese tolle Masterclass an. Ist zwar auf Englisch, aber ich denke, die meisten werden dem folgen können. Und es ist Wahnsinn, dieser Mann, wie der groovt und was für den Sound hat. Und er selbst sagt, mit diesen zwei Patterns kommst du in jeder Afro-Band durch. Also in jeder Afro-Beat-Band kommst du damit durch. Natürlich variiert er das grandios. Also da kommen Haltöffnungen an Stellen vor, die man sich nicht zu erträumen wagt. Es kommen Breath-Rolls vor, natürlich kleine Fill-Ins. Natürlich variiert die Snare und teilweise auch die Bassdrum. Also es ist Wahnsinn, wie vielseitig dieser Groove sein kann. Aber das ja erstmal nur als Grundlage. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht. Lasst doch bitte ein Abo da und natürlich auch ein Like. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, schreibt euch die Finger wund in die Kommentare oder schreibt mir direkt eine Mail an timo@deinschlagzeugerlehrer.de oder findet mich bei Facebook unter meinem Namen Timo Ickenroth
oder auf Instagram unter meinem Namen Timo Ickenroth. Überall dort könnt ihr mich erreichen. Würde mich freuen, von euch zu hören und sage ich bis zur nächsten Lesson. Macht's gut, bleibt gesund und munter. Bis demnächst, euer Timo. Ciao.